Hallo, ich bin der Christian, Werkstattleiter von IPC Computer und ich habe heute ein Kundengerät mit dem Fehler, PC fährt nicht hoch, Bildschirm bleibt schwarz. Wir haben hier ein Wattmann Terra 1586 Pro. Schon ein bisschen etwas älteres Gerät. Da steckt ein Quanta TWH drunter und das lässt sich noch einschalten. Bildschirm bleibt schwarz, was der Kunde gesagt hat, na, stimmt so nicht ganz. Wenn man es einschaltet, geht es an. Das Display geht auch an und man sieht oben den Strich vom Cursor. Es macht aber kein Post und nichts weiter, das Gerät. Hardware-Reset und so weiter, alles schon ausprobiert, hat nichts gebracht. Dementsprechend könnte vielleicht das BIOS defekt sein oder sonst was am Mainboard. Da kann ich aber euch nach der Reparatur gleich mehr dazu sagen. Wir haben das Gerät jetzt repariert oder teilrepariert. Was ich damit genau meine, sage ich euch gleich. Schalten wir es erstmal ein. Das Gerät funktioniert wieder, fährt wieder hoch. Allerdings nur noch auf der Intel-Grafik. Das Gerät kann umschalten zwischen Intel und Nvidia-Grafik. Die Nvidia-Grafik musste man aber ausschalten. Das ist ein Defekt, den können wir leider nicht reparieren. Aber zumindest kann der Kunde das Gerät so noch benutzen. Er kann nur nicht mehr damit spielen. Zusätzlich war dann auch noch ein Controller-IC-Defekt, was man ausgetauscht habe. Das Ganze war mit relativ viel Aufwand verbunden. Aber der Kunde kann sein Gerät weiter benutzen und das ist das Wichtigste. Bilder davon könnt ihr wie immer im Blogbeitrag anschauen. Und dann würde man uns über Abo, Kommentar oder Bewertung sehr freuen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.